Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück zu einer weiteren Folge City Skylines. Es wird oben schon von Olivia Greenaway nach einem neuen Gefängnis gefragt. Bewertet den Part, wenn er euch gleich gefällt, und wir werden heute mal ein bisschen optimieren. Hier sehe ich sehr, sehr viel Stau von der Autobahn runterkommen und hier ist auch viel Stau. Das heißt, hier ist gerade so ein Knotenpunkt, der mir so gar nicht gefällt. Da müssen wir einfach mal gucken, dass wir hier die Sachlage ein bisschen optimieren. Und ihr seht unten, Freunde, die Leute schreien nach neuer Industrie und nach neuem Gewerbe. Aber zunächst einmal widmen uns wir hier diesem Problem. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gucken mal, wie wir das hier am schlauesten verbessern. Ich würde sagen, wir bauen hier eine sehr breite Straße, weil ab hier beruhigt sich die ganze Geschichte wieder. Das heißt, wir werden hier einfach mal, gehen wir mal in das Menü hier rein, das quasi hier gibt es so sechsspurige Straßen, und dann nehmen wir vielleicht die sechsspurige Straße mit Busfahrspur, ist denke ich nicht so schlecht. Erstmal die normale sechsspurige Straße, oder warte mal, erstmal die Einbahnstraße für das Stück hier, wo die Leute runterkommen. Ich glaube, das ist erstmal das Sinnvollste. Das heißt, hier das Stück verbessern wir schon mal. Genau, so. Das heißt, hier die Leute kommen an und fahren gleich erstmal auf eine sechsspurige Straße und können sich entscheiden, möchten sie geradeaus oder zwei Spuren nach links. Das ist schon mal nicht schlecht. Warum zwei Spuren? Das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn es danach nur eine gibt. Aber egal. Soweit, so gut. Und die gleiche Geschichte machen wir mit einer Busfahrspur, denke ich, auch hier. Ja, dadurch verlieren wir natürlich ein paar Gebäude. Ist aber, glaube ich, an sich nicht so tragisch. Wird halt das Wohngebiet wird halt dann erneuert. Passt aber, denke ich, erstmal so weit. Solange hier quasi die Leute weiter durchfahren können, ist das erstmal so weit okay. So, dann verbessern wir das einmal ein bisschen unten. So. Gucken wir mal an. Gucken wir gleich mal, wie viel das gebracht hat. Aber ich glaube, das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Gucken wir mal. Lassen wir mal wieder weiterlaufen. Ob sich die Lage jetzt entspannt. Hier, guck mal, die ersten können schon an der Seite vorbeifahren. Der Stau hier, alle wollen, glaube ich, geradeaus. Hier wird ein bisschen nach rechts abgebogen. Ja. Sieht schon mal ein bisschen entspannter aus. Hier fehlt es an Strom, weil ich gerade die Stromleitung mit abgerissen habe. Beziehungsweise ich muss es gar nicht mehr so kompliziert verbinden. Ich kann es auch einfach hier unten verbinden. Komm schon. Damit müsste eigentlich der Strom wieder hergestellt werden, weil das hier im Gebiet ist. Perfekt. Scheint zu funktionieren. Wir können natürlich die Stücke abreißen. Brauchen wir dann jetzt nicht mehr. So, dann gucken wir mal, wie haben sich die Straßen quasi jetzt entwickelt. Ah, guck mal, hier von der Autobahn gleich den Verkehr beseitigt. Hier sieht es noch ein bisschen voll aus. Das könnte man vielleicht noch verbessern. Aber ansonsten läuft jetzt schon deutlich smarter und optimaler. Ja, das sieht doch gut aus. Gefällt mir gut. Hat sich, glaube ich, zum Positiven gewandt. Hier stehen noch recht viele. Da müssen wir mal gucken, weil die wollen wahrscheinlich hinten auf die Autobahn oder hier auf die Autobahn drauf. Dass wir vielleicht hier... Ja, ja, okay. Ja, müssten wir nochmal gucken. Aber sonst... Gerade der Autobahnstress hat sich, glaube ich, dramatisch reduziert. Ja, hier brennt wieder ein Gebäude. Das ist nicht gut. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwas lösen kann, weil hier wird es doch immer voller. Auch irgendwas mit Busfahrspur, das wäre vielleicht nicht so schlecht, weil auch hier zwei Busse langfahren. Gucken wir mal, was wir hier noch erübrigen können. Machen wir erstmal kurz wieder Pause. Vielleicht hier irgendwie vierspurige Straße. Kostet mich natürlich auch ein paar Gebäude hier. Aber gerade so die hier können wir es nicht bauen. Aber hier so gegen Ende, damit sich da die Leute schon mal einordnen können. Ich glaube, das mache ich. So. Also dann geht es hier ab hier in so eine Doppelspur rein. Wovon eine Busspur ist. Und Taxispur. Sodass quasi die Leute hier deutlich besser... Oder zumindest der Bus dann ab hier besser durchkommt. Und dann nicht mehr die Straße mit verstopft. Hab gerade gesehen, hier gibt es auch eine neue Möglichkeit, nämlich jetzt dicht besiedeltes Wohngebiet. Ach, das war hier so ein bisschen nervig. Da muss man hier erstmal entmarkieren.
Nee. Da. So. Zack. Erstmal das Gebiet demarkiert. Und dann können wir jetzt nämlich dicht besiedeltes Wohngebiet. Passt mir ganz gut. Nebenan ist nämlich die Oberschule. So, dann gucken wir mal an, wie sich der Verkehr jetzt bessert. Erstmal soweit gar nicht. Genau, hier ein Taxi kann an der Seite vorbei. Aber warum hier der Bus? Kannst du nicht, ja. Warum? Ja, war so eine semi-gute Idee, glaube ich, merke ich gerade. Hat nicht ganz... Ah, guck mal, der Bus hier hat funktioniert, ist dann ausgeschert. Ja, bin ich noch nicht ganz mit zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ich verliere auch Leute unten, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht gut. Ja, okay. Ich würde es aber erstmal gerade so lassen. Gucken wir mal einfach, wie sich das später im Verlauf entwickeln wird. Gut, ich verliere Leute, das heißt, ich brauche auf jeden Fall neue Wohngebiete und auf jeden Fall neue Industrie. Ja, das hört sich sehr stark nach einem neuen Industriegebiet an. Ich würde auch sagen, wir bauen mal ein weiteres Schmutzgebiet, nämlich so vielleicht hier hin, dass hier auch quasi die Leute nicht immer nach da ganz hinten fahren müssen, sondern quasi auch hier ein kleines Industriegebiet zur Hand haben. Wobei, hier ist der Fluss, das macht wenig Sinn. Ja, hier so rein. Ja, dann habe ich hier so viel Industrie. Nee, hier müsste ich eigentlich auch lieber Wohngebiet haben. Dann bauen wir hier noch ein bisschen aus. Haben wir noch ein bisschen Platz hier. Ich glaube, das sollte ich erstmal nutzen. Und hier erstmal Industriegebiet ausbauen und danach gucken wir mal weiter, wo wir das dann hinbauen werden. So. Wir können natürlich auch gleich... Ah, das ist vielleicht auch eine gute Idee. Das ist nämlich ein Ticken besser. Hier, ihr seht es nämlich, Bürogebiet bauen. Das ist natürlich nur für die ganz schlauen Leute, aber das ist nicht so schlimm. Davon haben wir vielleicht ja ein paar. Beziehungsweise, wenn wir gleich eine Universität bauen, dann haben wir nämlich ein paar klügere Köpfe. Dann können wir nämlich hier auch Bürogebiet bauen. Können wir vielleicht sogar hier, weil hier ist eine Busspur, das passt nämlich ganz gut. Dann werden wir das auf jeden Fall auch mal umsetzen. Ja, Bildung, wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Die gute Universität, 75.000 kostet, ja. Das ist natürlich ein Brocken. Aber die wird bemüht. Ich würde sagen, wir bauen sie. Bauen wir sie hier hin. Hier sind nämlich gleich. Hier waren Bushaltestellen. Ja, das ist, glaube ich, ganz clever, oder? Würde ich sagen. Wir können nämlich auch die Leute gleich mit dem Bus hier anreißen. Ja, machen wir so. Guck mal, gleich Bildung in ganz Cheeseburger Town hin entwickelt. Das gefällt mir. So, dann erweitern wir hier noch ein bisschen unser Wohngebiet. Sehr gut. Und dann können wir nämlich hier auch ein bisschen dicht besiedeltes Gebiet bauen. Nämlich hier einmal so rundherum. Sodass wir auch hier ein paar höhere Häuser bekommen. Und ich würde sagen, ich ersetze hier auch ein Gebiet. Oder hier, guck mal, hier habe ich noch Platz. Hier können wir auch noch mal ein bisschen dicht besiedeltes Gebiet bauen. So, da stehen nämlich so ein paar höhere Häuser hier rund um die Universität. Das heißt, mehr Leute. Und mehr Leute befriedigt natürlich unten den Balken. Wir können nämlich jetzt auch dicht besiedeltes Gewerbegebiet bauen. Das ist nämlich auch nicht so schlecht. Ja, ich überlege gerade, ob ich es hier an die Straße baue. So ein bisschen in der Nähe der Industrie kann man natürlich auch ein paar Waren abgreifen. Finde ich nicht schlecht, kann man gleich machen, hier um die Ecke nicht, sondern nur einmal hier so. Das sieht gut aus. Da können wir nämlich noch ein bisschen was machen. Okay, freut mich soweit. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen Bürgerbedürfnisse an. So, ja, Bildung wird gerade ausgebaut, wir sind in Stufe, also 3,5 haben wir jetzt gerade. Hier passt das auch soweit. Vielleicht könnten auch die dicht besiedelten auch einen Park ganz gut gebrauchen. Da wollen wir nämlich wieder die Parks hier. Ja, nehmen wir mal, was haben wir denn hier? Japanischen Garten, einen Hundepark, Tropengarten, Anglerinsel. Ja, nehmen wir mal den Hundepark hier. Ich glaube, der ist ganz toll. Ja, den bauen wir mal. Bauen wir mal hier so an die Ecke. Da profitieren alle wieder ein bisschen von. Das ist ganz gut. Und ich glaube, so langsam ist es auch Zeit für ein Krankenhaus. Weil, ja, da hinten ist eine Klinik und wenn jetzt hier dicht besiedeltes Wohngebiet dazukommt, hier schon das erste, was schlecht versorgt ist,
dann wird es langsam eng. Deswegen auch hier. Na, das passt so rum nicht rein. Dann bauen wir es halt so rum hier hin. Das geht schon klar. So, das heißt, wir haben hier auch ein Krankenhaus. So, wie schaut es mit dem Friedhof aus? Sieht eigentlich ganz gut aus. Da hinten fehlt einer, aber das ist nicht so schlimm. Wie schaut es mit Polizei aus? Sieht noch soweit ganz fresh aus. Ein Knast können wir natürlich mal bauen. Gefängnis ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Können wir hier mit ins Industriegebiet packen. Ich glaube, das interessiert die Häftlinge recht wenig, wo sie sitzen und wo nicht. Ihr seht es nämlich da oben, Verbrecher in Haft sind nämlich 18 in Haft und wir haben nur 20 Kapazität in dem normalen Gebäude. Deswegen so ein Gefängnis. Hier so. Ich glaube, das können wir machen. So, einen kleinen Knast gebaut. Gut. Das Krankenhaus benötigt jetzt Wasser. Das kriegt das natürlich. So. Perfekt, das sieht gut aus. Und ich würde einfach mal sagen, ich würde auch sehr gerne mal eins von diesen Monumenten bauen. Da haben wir gerade null Geld, oder? Können wir uns irgendwas leisten hiervon? Fußballstadion. Hier von können wir uns was leisten. Das ist so eine Statue. Das können wir natürlich ganz gerne. Bringt natürlich auch Freizeitaktivität und kurbelt dann später auch, glaube ich, so ein bisschen auch den Tourismus an. Könnten wir mal hier irgendwo hinpacken. Vielleicht sogar irgendwie so ein kleines Gebiet drumherum errichten, dass es nicht so einfach nur da so rumeiert. Guck mal, das hier würde es hinpassen, glaube ich, ja. Hier ist schon viel Freizeitaktivität. Machen wir mal hier oben das vielleicht hin. So, ich glaube, das passt ganz gut, ne? Ja, aber bauen wir mal hier hin. So, hier, guck mal, so ein kleines Wahrzeichen. Das sieht doch ganz cool aus. Kann man machen. So, das sieht doch schon mal nett aus. Okay, Krankenhaus läuft. Die Leute verlangen wieder nach weiteren Wohngebieten. Ich würde gerne ein bisschen Wohngebiet quasi transferieren, sodass wir einfach so einen Mix haben aus hier so dicht besiedelten und so nicht dicht besiedelten. So einfach so quasi zum Beispiel jetzt hier baue ich wieder ein bisschen nicht besiedelt, nicht voll besiedeltes. Und dann wieder irgendwie an einer anderen Stelle reißen wir vielleicht ein bisschen was ab. Vielleicht hier sogar an der Oberschule. So, das hier ein bisschen... Ah, das können wir, glaube ich, mal machen. Vielleicht hier so einen kleinen Block. Guck mal, hier. Vielleicht hier so um die Ecke. Komm, das entfernen wir mal alles. Genau, da gehen die Gebäude auch weg. Verlieren natürlich dadurch jetzt gerade ein paar Menschen. Warten noch, bis hier die Gebäude weggehen. So, kommt. Haut ab. So, komm. Jetzt. Jawohl. Wir haben jetzt 155 Leute zwar verloren, aber jetzt kommen hier natürlich wieder ein paar kleine Hochhäuser hin, sodass auch hier wieder die Einwohnerkapazität steigen wird. Genau, und hier entstehen dann ja auch wieder neue kleine Wohngebiete, auch am Krankenhaus, denke ich, auch recht attraktiv zu wohnen. So, Industrie hier ist auch am Start. Da können wir wieder mal ein bisschen in unsere Gewerbe wird natürlich auch wieder viel verlangt. Eigentlich mal hier außen rum wieder ein bisschen machen. Auch das dicht besiedelte oder das erweiterte. Hier können wir nochmal das normale. Und dann können wir vielleicht auch mal ein paar, also ja, Industrie wird eh gerade nicht verlangt, aber können wir demnächst auch mal ein paar Bürogebäude setzen. Haben jetzt ein paar intelligente Schüler oder ein paar intelligente Köpfe. So, in die Universität passt. Verfügbarkeit ist recht hoch. Das gefällt mir ganz gut. Oberschule, ja. Könnte noch besser sein. Gerade hier unten gefällt mir noch nicht so gut. Ich glaube, hier baue ich die nächste Oberschule auch hin. Und Grundschule, ja, hier im dicht besiedelten sieht es natürlich schlecht aus. Und hier auch im neuen dicht besiedelten sieht es schlecht aus. Aber
Und hier unten sollte auch wieder eine neue Grundschule. Eigentlich könnte ich hier gleich Oberschule und Grundschule nebeneinander packen. Glaube ich, mache ich auch als nächstes. Haben aber nur 35.000. Ne? Wir müssten langsam auch wieder... Wir hatten mal 200.000, Freunde. Aber jetzt geht's wieder rund. So, Grundschule. Und die Oberschule bauen wir auch gleich hier neben. Ich glaube, hier war auch irgendwo eine Bushaltestelle. Genau, guck mal, gleich gegenüber, als hätte ich es geplant. Sodass hier auch hoffentlich der Transport stimmt. Wir können uns die eigentlich mal wieder anschauen. Das ist mal ganz cool. 113 auf der Spur, 132 auf der einen grünen, auf der anderen 100 und 92 auf der Spur. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Haben hier noch eine andere Infoansicht mit Verkehr. Genau. Ja, 455 Bürger pro Woche werden transportiert und 13 mit dem Taxi, davon ein Tourist. Natürlich noch nicht so viel, aber wir haben auch noch nichts in Richtung Tourismus ausgebaut. Insofern ist das auch gar nicht so schlimm an der Stelle. Genau. Ja, aber ansonsten gefällt mir das bisher echt ganz gut. Wir können eigentlich auch mal eine Buslinie hier durchs Industriegebiet packen. Da ja hier quasi gar kein Transport aktiv stattfindet, müssen wir gucken, dass wir hier nicht die Straße benutzen, weil die eh schon so überfahren ist. Das heißt, wir fangen einfach mal hier im dicht besiedelten Wohngebiet mit einer neuen Route an. Dann nutzen wir hier die Haltestelle gleich mit. Dann hier einmal kurz ins Industriegebiet rein, würde ich sagen. Wunderbar. Einmal wirklich schön zwei oder sogar drei Industriegebiete und ein bisschen Wohngebiet miteinander verbunden. Kann man, denke ich, glaube ich, lassen. So, auch das ist wieder eine grüne Route. Da kann man die Farben vielleicht verändern. Natürlich ein bisschen nervig, dass sie alle grün sind. Aktive Zeit. Ah ja, guck mal hier. Ach, sehr schön. Dann ist das hier die rote Route. Sehr gut. Dann ist das hier die blaue Route. Genau, und dann haben wir nämlich ein bisschen Farbvariation drin. Dann erkennen wir nämlich was. Oh shit, hier die neuen Busse verstopfen gerade die Rettungsdienste. Das ist natürlich ungünstig. Das ist natürlich sehr ungünstig. Jetzt wird mir das Haus hier wahrscheinlich abfackeln. Wobei, komm, Rettungsdienst, komm schon, Feuerwehr, komm! Nein! Die Busse verstopfen alles und jetzt auch noch der LKW. Es kann nicht wahr sein. Jawoll! Ja, ich glaube, abgefackelt, oder? Ne, auf der anderen Seite brennt's. Ich glaube, da kommt der Feuerwehrwagen ein bisschen schneller hin. Ja, okay. Wir merken, zunehmender Verkehr macht's den Feuerwehrleuten nicht leichter, zu ihren Einsatzorten zu kommen. Aber, okay. Soweit, so gut. Hat irgendwie anscheinend noch geklappt. Wird nicht als verbranntes Gebiet markiert. Sodass wir hier weiter arbeiten können. So, jetzt gucken wir uns mal hier die Industrie an, um mal zu schauen, was die hier so brauchen. Die Gebäude müssen von mehr Dienstleistungen abgedeckt werden. Das ist immer ein bisschen schwierig, da muss man meistens schon hier so einen kleinen Hafen einrichten. Aber hier ist eher der Fluss, das heißt, die werden leider immer so ein bisschen auf dem Level bleiben. Oder so ein Flughafen mit Transport oder ähnliches. Naja, irgendwie sowas. Oder warte mal, wir machen erstmal allgemeine Richtlinien. So ein bisschen Planung muss hier mal ein bisschen rein. Das heißt zum Beispiel Recycling verringert Müllansammlung. Da müssen wir später nicht so viel Müll quasi sammeln. Dann können wir das global für alle machen. Und erhöht den Bodenrichtwert. Schule ist aus. Ne, das brauchen wir auch nicht. Was nehmen wir noch mit rein? Stromverbrauch. Verringert Stromverbrauch moderat, kostet aber mehr Dings. Verringert Feuergefahr. Das finde ich ganz gut. Gerade wo wir jetzt Probleme haben mit Feuer, ist das nicht schlecht. Genau. Bildungsschuh, Behüllungsbildungsbudget. Ne, das brauchen wir erstmal nicht. Stadtplanung. Auch das brauchen wir erstmal gerade nicht. Und hier
Das nehmen wir auch nicht mit. Hier sehen wir auch nochmal an der Seite eine schöne Verteilung gerade von den Leuten, die bei uns leben. Stadtattraktivität liegt gerade bei 15%. Da könnten wir natürlich noch ein bisschen steigern, ne? 15% ein bisschen wenig. Aber ich glaube, Recycling ist schon mal eine gute Sache, auch wenn uns das jetzt pro Monat ein bisschen mehr kostet. Aber das sollten wir... Ich glaube, das ist ein sinnvoller Weg in die richtige Richtung. So, hier habe ich mir langsam gleich einmal werde ich mir überlegen, auch irgendwann mal einen Hafen zu errichten. Aber erstmal bauen wir hier nochmal ein bisschen Wohngebiet, da wieder Nachfrage besteht. So, dann bauen wir das hier mal ein bisschen angewinkelt. So und so. Voila. Das hat er nicht gezogen. Jetzt sind wir, kriegen wir 1700 in der Miese wegen dem Recycling wahrscheinlich. Natürlich nicht so geil, nur. So, also machen wir hier nochmal eine Straße mit rein. Ah, das ist ein bisschen viel. Machen wir auf jeden Fall ein neues Gebiet, Wohngebiet, dass wir das hier schnell abdecken können. Mit Steuern quasi. So, 900 reduziert sich auch gerade schon, das ist ganz gut. So, dann bauen wir hier noch ein bisschen weniger dicht besiedeltes Gebiet, sodass es einfach ein abwechslungsreicher Mix ist. So, sehr gut. Und vielleicht noch ein bisschen normales Gewerbe. Hier sind normalen Gewerbestreifen. Ja, können wir glaube ich so machen. Gut, dann Wasser natürlich. Okay, das sieht dann ganz gut aus. So, weiteres Wohngebiet erstanden. Meine Stadt achtet jetzt auf Recycling und hat ein paar Rauchmelder installiert. Ich glaube, damit kann man zufrieden sein. Ein neues Monument ist entstanden. Auch das sieht ziemlich cool aus. Auch hier, guck mal, belebter Platz mittlerweile. Finde ich ganz cool. Ich bedanke mich fett für eure Aufmerksamkeit. Der Part heute ist wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, bewertet ihn gerne positiv. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.